And lumber is bubbling to me. And lumber is bubbling to me. And lumber is bubbling to me. So, dann wollen wir mal fortfahren. Oh, ich gucke schon wieder nach da oben, weil normal die Kamera da oben ist. Mann, jetzt ist er da unten. Manu. Ja, The Technomancer. Muss mal eben gucken, ob ich den Ton auch... müsste eigentlich so wie immer eingestellt sein. Ist immer so eine Sache. Die einen Spiele, die sind lauter, die anderen sind leiser. Also ich habe das nochmal zwischendurch gestartet, ohne dass ihr dabei wart. Und ich habe versucht, diese Händler-Quest abzuschließen und es geht nicht. Es geht einfach nicht. Der will mich nicht die Händler-Quest abschließen lassen. Deswegen holen wir uns jetzt hier den Auftrag von der da, von der Elisa Major. Und dann gucken wir mal, was passiert. Lieutenant Zachariah Manser, I think congratulations are in order. Captain Elisa Major, welcome to my unit. Moment. The honor is mine, Captain. Wir müssen mich wieder kleiner machen, weil ich sonst wieder in dem Gespräch drin bin. Order and safety among the civilians. Here are the two other fine soldiers making up your unit for the time being. David Ward and Jeffrey Hunter. My pleasure, Lieutenant. Congratulations and... Leave the ass-kissing for later, soldier. Lieutenant? Yes, sir, Captain. Excellent. Moving on to more pressing matters, our mission just came in, and it's aimed at smothering regime opposition. According to the intel the ASC gave us, those terrorists live in the slums and are plotting several attacks to undermine our corporation. Your mission is to infiltrate the terrorists, stop the attacks, and find your way to their leader, Bulgakov. Orders are to capture Bulgakov alive. We're going to drain him for intel about other terrorist cells and dismantle the entire network. So beat him only as much as you need to take him. You got it, Captain. Move quickly. The longer you take, the more risk there is to the citizens of Ophir. And I won't have that. Before you go, though, there's one more mission. One requiring speed and discretion. We have deserters in our ranks, Lieutenant. Deserters planning to flee like rats through the city's underground. That won't happen. Do you understand me? You find them, and you eliminate them. Each and every one. That seems harsh to you. Setbacks against Aurora have ruined our reputation, to the point that every action we take is scrutinized and extorted by those seeking to gain from our fall. A mass desertion would spell scandal if it became public. You catch them before any word of their escape comes out. So move, now! You only have a few hours. Yeah. Dem Team einen Gefährten hinzufügen. Ich kann noch zwei hinzufügen. Physischer Schaden durch Schüsse plus zwei. Widerstand gegen Unterbrechung. Ja, ich nehme beide mit. Ja, muss ich ja sogar. So, schließe die Mission von Captain Elisa Major ab. Gehen wir erstmal in unser Dingen hier. Okay. Und das ist ausgeblendet. Ja, ist doch super. Ja, dann legen wir mal los. Müssen wir wieder in die Slums, ne? Ja. Rennen wir mal hier lang. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, dass diese blöde Map eingeblendet bleibt, während ich rumlatsche. Ach so, nee. Hauen wollte ich nicht. Da holen die auch direkt ihre Waffen raus. They must have gone home to ask for help, so we should pay their families a visit. I'm sure our escapees will be around. I find it disgusting, chasing my own companions. Ach. Ist gar nicht so schlimm, die eigenen Kollegen zu jagen. Kenne ich schon aus der Ausbildung. Verräter alles. Verräterpack überall! Ich habe Monster Energy tatsächlich angeschrieben, ob die mich nicht sponsoren wollen. Wollen die nicht. Die kriegen so viel kostenlose Werbung von mir dadurch, da ich den Scheiß hier immer trinke. Was heißt Scheiß? Also, ich mag's ja wirklich. Ich find's ja echt total geil.
Mir geht einer ab, wenn ich Monster Energy trinke. So, allein für den Satz müsste ich normalerweise richtig Kohle von denen kriegen. Was ist? Nada. Hier liegen noch die, die ich erledigt habe, wa? Wa? Da ist einer zum Sprechen mit Ausrufezeichen. Dann sprechen wir doch mal den mit dem Ausrufezeichen. Ach, hier kann ich ein Team zusammenstellen. Hä? My boy, I have a favor to ask you. I've lost something. Ach so, da kriegt man auch noch eine zusätzliche Mission, okay. I mentioned one thing. Oh, I am sorry. In fact, it's about a friend. Charles, you remember Charles? No, you can't remember. Silly me, you never met him. Anyway, Charles is a friend. A scientist co-worker. He was way more successful. So, he's a friend, and I lost him. It looks like he disappeared, and I am a bit worried. I know that he was doing some sensitive research. Important. Maybe he ran into problems because of that. Anyhow, it's hard to tell. How do you want me to find him? He has an assistant. Very nice. She used to make delicious pastries. Unless I'm mixing her up with someone else. Anyway, he had an assistant. I'm pretty sure of it. I'll go find her. She must know what happened to him. And if she does, it'll turn out the professor is just in a conference somewhere. Maybe. It's true I don't get invited to conferences as often as I used to. It's rather unfair. I used to love the cocktails they serve. Dann gehe ich mal. Haha. So, jetzt haben wir noch einen Ort da unten. Wir gehen aber erstmal zum normalen Ausrufezeichen. So, ich merke mir mal, dass ich hier links abbiegen muss irgendwie, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt gleich Gegner kommen. Jo. Yeah! Das sind ja unsere eigenen Leute! Stufe 9 erreicht. Sehr schön. Alles mitnehmen. Und ausbluten lassen. Wie immer. Ja, muss ja gleich erstmal neue Geschicklichkeitspunkte hier vergeben. That's the order we were given. Fuck, they're humans, not animals. Alright, they fucked up. But killing them? Really? Was beschwert er sich eigentlich? Soll mal die Fresse halten. Sonst lasse ich den auch gleich mal ausbluten. Zack, da habe ich den Baum jetzt schon mal voll. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Was haben wir noch? Talente kann ich wieder was Neues setzen. Ja, Fallen und Schlösser, Stufe 2. Ja, ermöglicht das Knacken von Schlössern der Stufe 2. Fehlt es nur noch 3. Gut. So, und was haben wir jetzt gerade Nettes gekriegt hier von unseren Soldatenkollegen? Ach, ja, eine neue Waffe kann ich nicht. Dafür bin ich noch zu blöd. Habe ich noch nicht genug Punkte vergeben. Was ist denn hier? Streitkolben. Gut, den kann ich einsetzen. Ich bräuchte mal einen richtig geilen neuen Stab. Das wäre mal was Geiles. Warum wird mir bei Hände immer noch was angezeigt? Ja, ich habe doch gesehen, ich habe da eine neue Pistole. Oh, willst mich verarschen? Oh, die Präzisionspistole, die kann ich ja tatsächlich benutzen.
Mal eben durchklicken, damit er da seine Ruhe gibt und das Ausrufezeichen weg ist. Sonst übersehe ich nämlich, wenn ich wirklich mal wieder was richtig Geiles und anständiges krieg. So. Freigeschaltete Fähigkeit. Ich habe eine freigeschaltete Fähigkeit gekriegt? Nee, ich habe doch nichts Neues dazu bekommen. So, alles dasselbe. Lichtbögen. Den Stab. Oh, da. Berserker. Das setzen wir mal auf Y. Das möchte ich mir mal angucken. Das ist wirklich neu. Ja, nicht schlecht. Den Untergrund betreten. Oh. Ich gucke schon wieder nach da oben, weil da normalerweise die Kamera wäre. Where they're hoping to get to. I mean, sure, these underworks are vast, but still. You think they want to join enemy lines? They're trying to get away from the war, the fights, and after what they saw, we can't really hold that against them. So I assigned to this unit. Was sind das denn für Viecher? I know what the captain said, but I hope you're not planning to kill him. I know Boris, he's a great guy. He must just be at the end of his tether. He's fought a lot for abundance. He can't go down this way. Hey, komm her, mein Freund. Langsam habe ich es drauf. Alle immer ausbluten lassen. Die kommen alle nicht wieder. Da gibt es anständig was zum Looten. Ne? Also, auch wenn ich mit schlechtem Leder und so total einen zuwerfen kann eigentlich. So, lass es Schloss. Ah, Stufe 1. Mich hätte mal interessiert, was an der Stufe 2 wirklich drin ist. Weil, also ich denke mal, wenn da eine Stufe 2 Schloss ist, dann wird da natürlich auch was Besseres drin sein. Rein logisch gesehen, würde ich das jetzt mal behaupten. So you got me, Manser. Good for you. How much blood did you spill along the way? You're nothing more than a lackey for abundance. At some point, we've all felt the way you do about abundance. But they just take and take. Until we're all used up. We are tired and want out. But they send you, another loyal dog, to drag us back. I fought my whole life for them. Today, for once, I'm gonna fight for myself. All right then, let's do this. Solange die mich angreift, kann ich mich nicht konzentrieren. Scheiße! Oh, ich bin gespannt, wo die Speicherstelle ist. Bestimmt am Anfang vom Untergrund. Ich könnte es ja bei dem Spiel echt vorstellen. Nee, Glück gehabt. Ja, komm. Boah, ich muss jeden einzelnen Spruch von ihm überspringen. Ja.
your enemy. Ja, will ich ihn entkommen lassen? Will ich ihn... Ich eliminiere den. Genau. Außerdem kriege ich dadurch mehr Erfahrungspunkte. Ne? Immer an die Erfahrungspunkte denken. These men were our brothers. We fought alongside them, and I won't forget that. They learned their lesson. Let them go. Haltet die Fresse! Ich lass mich doch nicht von euch da bequatschen. Der wird ausgeblutet. Der wird richtig kaputt gemacht, der Typ. Scheiße, habe ich den falschen Knopf gedrückt? Ich wollte ihn durchsuchen. Ich habe A für durchsuchen gedrückt. Jetzt nimmt er den gefangen? Scheiße. Na gut, trotzdem 1500 Erfahrungspunkte. So, was gibt's hier noch zu looten? Jetzt nur eine Kiste. Da ist noch eine rote Kiste. Ach, Schloss 1. Wozu habe ich denn jetzt Schloss 2 Fähigkeiten freigeschaltet, wenn ich jetzt immer nur Schloss 1 Schlösser kriege? Moment, ist das mit der roten Lampe? Was ist das? Achso, das ist ein Ausgang. Ist hier hinten auch noch was? Da ist eine Leiter. Da gehen wir gleich mal hoch und gucken, was da so ist. Da habe ich gesehen, roter Schrank. Schloss 2. Ha! So, was ist da drin? Sesam, öffne dich. Gutes Leder und ein verstärktes Soldatenschild. Naja, immerhin. Jetzt gehen wir noch die Leiter hoch. Ich kann nämlich nicht erwarten, was hier so rumfliegt. Mann, Mann, Mann. Ach, Stufe 3. Nein, du sollst das Ding einfach wegstecken, Mann. Haltungen. Ja, so. Geht doch. Da hinten haben wir eine Werkbank. Wenn wir hier runter gehen, kommen wir gleich zu einem Ausgang. Mich ärgert, dass wir mal so früh beim Captain angekommen sind. Ja, ein bisschen später, noch so ein bisschen durch ein Level durchrennen, ein paar Leute kaputt hauen. Hätte uns bestimmt nicht geschadet. Ah, warum ist denn auf einmal Stufe 3? Ach so, es gibt... Oh, es geht aber noch weiter in den Untergrund. Da hinten sind Pfeile nach unten. Wir gucken uns den Untergrund natürlich weiter an. So, Logi. Ah, steck doch dein scheiß Ding da weg. Wir gehen weiter nach unten. Jetzt schon zum Captain gehen. Wenn hier noch so viel Schönes ist. Ach so, das zeigt nur... Oh!
schlechtes Leder. Ja, okay, Serum kriegen wir auch von den Viechern. Ach, egal. Na also, Schlossstufe 2. Gutes Metall. Und gutes Leder wieder. Schlechtes Leder. Da hat sich ja mein Wunsch so ein bisschen erfüllt, dass wir doch nochmal durch die Höhlen rennen. Naja, egal. Gehen wir zur Börse. Haben wir auch ein paar Viecher erledigt. Ach so, erstmal zu den Slums. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.